Gehen wir hier ins Wochenende mal rein. Vielleicht ein kurzes Wochenende, wo wir auch nach einem Crash im Rennen vielleicht wirklich den DNF mitnehmen. Aber ich bin auch gespannt. Es ist das erste Mal, dass ich in dem neuen Formel 1 diese Strecke fahre. Im letzten bin ich wirklich nicht drauf klargekommen. Bin froh, wenn ich das Qualifying unbeschadet überstehe. Strecke macht mich jetzt schon fertig. Kann kaum auf dem Bildschirm folgen. Also die ist echt brutal. Bewegt ja auch noch mal viel enger. Ich glaube dadurch realistischer als in anderen Rennspielen, wo ich nicht dieses Problem habe mit dieser Strecke. Und das hier ist halt wirklich Monaco. Ratzen hier an den Banden entlang. Man sieht es, ich breche mir hier richtig einen ab und wir kommen gerade auf Platz 19 rein. Da an Punkten beschleunigt, wo man nicht beschleunigen darf. Hier verzeiht einem die Strecke nichts. Auch hier sogar noch zu schnell gewesen. Und hier viel zu schnell, also, nee, sorry. Wir werden gleich den Start mitnehmen, aber ich glaube, da sind wir relativ schnell wieder raus. Monaco bricht mich da leider. Extrem. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt noch bremsen können. Ja, wir gehen vom letzten rein. Ist okay. Habe ich den ganzen Verkehr vor mir, kann mich irgendwie darauf einstellen. Natürlich gerade in Monaco bitter. Aber ich würde die Autos hier, glaube ich, extremst aufhalten. Dann sollen die lieber ihr normales Rennen fahren. Der Kurs ist so brutal. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, Ricardo sogar aber mit einem bevor es guten achten losgeht, Platz. werfen. Ich hoffe, da kann er am Start von profitieren. Einzige, was wir wahrscheinlich machen könnten, wäre ein geschickt platziertes Safety Car für unseren Kollegen rausholen. Oh. Darauf lassen wir uns auch nicht ein. Wir werden das Auto wahrscheinlich dann irgendwann abstellen. Normalerweise gehe ich nicht so demotiviert in Rennen rein, aber habe ich bislang echt noch kaum ein ordentliches Rennen hingekriegt. Gerne da auch nochmal die Videos von F1 21 anschauen, die wir da zu Monaco gemacht haben. Es Da steht sieht schon man fest. es. Ist auf jeden Fall der Monaco gleiche hat Punkte Krampf, gesammelt. wie wir ihn Ricciardo jetzt gleich hier arbeitet auf sehen eine weitere werden. Platzierung unter den besten 10 hin. Ach, Sprit. Ein leichtes Defizit auch mitnehmen. Ich werde hier nicht das Tempo fahren können. Die Mediums hinten raus beim Undercut sind, denke ich, die richtige Entscheidung. Sonst die schnellste Variante. Fahren wir damit. Scheint hier sogar noch eine Strafversetzung zu geben bei Latifi. Side by Side hier hoch ist auch echt nicht schön. Ja, und da haben wir es. Vettel zieht irgendwann rüber. Wir lassen vielleicht nicht genug Platz, aber ich bin froh, dass ich die Kurve hier nehmen kann. Weil wir müssen hier weiter außen bleiben. Okay, jetzt sind wir vorne. Kann man sich ja nicht angucken. Oh, sorry. Muss dann hier auf jeden Fall innen bleiben. Tsunoda wird auf jeden Fall reinstechen. Dive-Bombs hier dann auch. Echt eklig. Kann man kaum was gegen machen.
Aber wenn es in dem Tempo die ganze Zeit weitergehen würde, kann auch ich auf der Strecke bleiben. Ja, sobald es hier gleich den Rennspeed annimmt, sind wir raus. Ach, hier der Curb lässt uns nochmal richtig abheben. Zu früh rein. Hier wieder den Flügel angefahren. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Kurve nehmen soll. Ich habe das Gefühl, die Curbs sind noch unverzeihlicher hier geworden. Er lässt uns nochmal richtig abheben. Ich glaube, hier, da ziehen die Fahrer echt, glaube ich, hart drüber. Also ich werde es mal versuchen, ein bisschen steiler zu nehmen. Aber es macht auch keinen Spaß, muss ich sagen. Macht keinen Spaß zum Fahren, macht keinen Spaß zum Zugucken. Ich werde mal schauen, ob wir hier ansatzweise eine Chance haben, an Albon wieder ranzukommen. Und dann ist auch gut. Hier staut sich es wieder, hier kommen wir so ein bisschen ran. Ich habe echt keine Ahnung, wo wir hier angreifen sollten, höchst noch statt Ziel. Mit DRS dann, aber. Da sehe ich auch nicht, dass wir da besser rauskommen. Ja, und das war wieder der andere Flügel. Ja, und hier kommt schon gar nicht mehr rein. Also komm, lassen wir es gut sein. Wir beenden die Session. Das macht einfach keine Laune. Daniel Ricciardo mit starken 6 Punkten. Rettet uns hier ein bisschen. Macht einen Punkt auf Alpine gut, also super Job von Ricciardo hier.